Seit 1908 TV meldet sich heute mit einer absoluten Premiere direkt vom Trainingslager des LASK aus Siede. Wir waren beim Match und liefern euch hier und jetzt eine Videozusammenfassung des Testspiels gegen den serbischen Verein Radnički Kragujevac. Um 15.30 Uhr Ortszeit war Ankick bei perfekten Bedingungen und unser Coach Karl Dachsbacher schickte folgende Elf aufs Feld. Im Tor Per waren in der Verteidigung Klapp, Hieblinger, Barry, Takunadi, Mittelfeld Schröger, Blutsch, Fabio Silva und Hammerer, im Sturm Fabiano und Vujanovic. Die Serben auf keinen Fall zu unterschätzen, denn die spielen in der serbischen Bundesliga, sind zwar dort am Tabellenende zu finden, aber doch immerhin ein Bundesligist. Das 1:0 für unsere Schwarz-Weißen fiel in der 12. Minute. Ausgegangen ist das Ganze im Mittelfeld mit einem Freistoß von Takunadi. Der Ball geht zurück auf Pervan Hieblinger mit einem weiten Abschlag. Klapp verkämpft sich dort den Ball und dann kommt der große Auftritt von Fabio Silva, der auf der Seitenoutlinie kämpft sich durch gegen drei Mann. Ein Doppelpass mit Markus Blutsch. Fabio Silva flankt in die Mitte und dort steht Vujanovic wie immer goldrichtig und trifft zum 1:0. Die Freude riesengroß, bis dahin auch einige Chancen bereits. Der Linzer von den Serben war bis dahin rein gar nichts zu sehen. Das sollte allerdings nicht lange dauern. Denn in der 33. Minute läuft ein Serbe von rechts in den Strafraum und plötzlich fällt er. Der Schiedsrichter gibt zur Verwunderung aller einen Elfmeter. Ein Serbe, verzeiht mir, den Namen kann ich weder aussprechen, noch weiß ich ihn. Er richtet sich den Ball her. Pavao Pervan hochkonzentriert im Tor. Der Serbe tritt an, zirkelt den Ball genau ins Eck. Pavao Pervan hat die Ecke erraten, kommt aber leider doch nicht ganz ran. Es sollte noch schlimmer kommen. Circa 5 Minuten später, komplett gegen den Spielverlauf, gehen die Serben mit 2:1 in Führung. Ein Ballverlust im Mittelfeld. Der Serbe marschiert auf und davon, die Verteidigung etwas indisponiert. Und dann macht er es, und zwar eiskalt im Stile eines Profis, trifft er ins lange Eck. Pavao Pervan absolut chancenlos. Der Ausgleich fällt aber noch vor der Pause. Wieder ist es Takunadi, der den Ausgleich einleitet, diesmal mit einem Einwurf. Ein weiter Ball nach vorne, die Serben bringen den Ball nicht weg. Markus Hammerer ist es, glaube ich, auf der rechten Seite. Eine Flanke kommt herein. Die Serben können kurz klären, aber nicht wirklich. Schröger, da ist Vujanovic, wieder Fabio Silva, der in die Mitte, und Vujo steht wieder goldrichtig vom Fünfer, schiebt er den Ball in die Maschen. Keine Chance hier für den Torhüter der Serben. Das war's dann auch schon in Halbzeit 1. 2:2 steht zur Pause. Freundaler, Buric und Kogler kommen für Fabio Silva, Schröger und Hammerer. Und zwei der Eingewechselten sind auch gleich, die hier diesen nächsten Treffer einleiten. Zuerst Kogler weit in der eigenen Hälfte, dann geht eine Staffette nach vorne. Auf der linken Seite ist es Benji Freudenthaler, der nutzt hier den Raum, der ihm geboten wird. Eine Flanke auf rechts, da ist Vujanovic und seinen Stangelpass verwertet. Ein Serbe, er trifft ins eigene Tor, der LASK führt wieder, und zwar mit 3:2. Doch erneut sollte die Führung nicht lange halten. Wir schreiben Minute 77, der Ball kommt bei den Serben auf die rechte Seite. Dort zieht ein Serbe nach vorn, flankt geschickt und plötzlich schlägt der Ball über Pavao Pervan im Tor ein. 3:3 in Minute 77, doch das war noch immer nicht alles. In der Zwischenzeit ist Dominik Stadelbauer für Wolfgang Klapf gekommen und der sollte ganz entscheidend seine Beine im Spiel haben. Minute 86, Stadelbauer spielt auf Fabiano und der zieht auf und davon, er hat sehr, sehr viel Platz. Ein Doppelpass mit Buric und dann fasst sich Fabiano ein Herz, zieht ab und trifft genau in die Kreuzecke. 4:3 die erneute Führung für den LASK.
Eine Chance sollte es allerdings in diesem Match auch noch für die Serben geben. Wir sind in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Nummer 88 richtet sich den Ball für einen Freistoß. Doch ich kann schon vorwegnehmen, der ist zu kurz, zu schwach, zu unplatziert. Das Spiel ist in diesem Moment zu Ende. Der Lask Radnitsky Kragujevac mit 4:3 und wir werden natürlich versuchen, auch am Donnerstag wieder diesen Service anbieten zu können.